Check it, every day we're getting it. Ayy, ayy, check it, put the place up. Yeah, we know what we made of. Can't get enough of you, boo, I'm a chaser. Face up, now I feel a little major. Blink of an eye, ego, I'm a taker. Oh nein, mein T-Shirt ist nass geworden. Ach, ist egal, stimmt. Ach, du Quatschkopf. Nicht machen, Luna, hör auf damit. Duschetropf. So. Gesicht abwaschen. Der Puppe ihr Gesicht noch abwaschen. So. Nicht in den Mund. Doch. Erst musst du Zähne putzen, dann muss die Puppe Zähne putzen. Die kann doch ein. Ey, Vorsicht! Die kann doch ein bisschen schwimmen. Ja. Super. Schau, die muss auch Zähne putzen, die Puppe. Ja. So, Vorsicht. So. Und, hat sie jetzt saubere Zähne? Ja. Ja? Super. Dann kann sie ja noch ein bisschen weiter tauchen, oder? Willst du noch ein bisschen Wasser planschen? Hallo, ich tauche ein bisschen im Waschbecken. Ja, guck aus, sie haben schon noch ein Wasser. Hey, Hilfe, Hilfe! Ja. Mama. Ja. Hey, hast du alleine geschafft. Super, gut. Und jetzt? Aua, aua. Gleich sind wir fertig mit Harikam. Hey, jetzt taucht sie im Waschbecken. Schau mal. Ein Fisch gefunden. Ein Fisch gefunden, genau. Ich hab ein Fisch. Guck mal, bitte, bitte aus. Ein Fisch gefunden. Ein Fisch gefunden. Erst raus. Ach so, okay, erst raus. Und jetzt. Erst Wasser reinmachen, ne? Super. Es raucht. Jetzt ist es raus. So, fertig? Ja. Ist die Puppe schön sauber? Ja. Hat es Spaß gemacht? Ja? Schön abtrocknen, genau. So. Super. Nur gerade meine Puppe vor. Genau. Die Luna wollte ich mal ihre Puppe zeigen, mit der sie gespielt hat. Da haben unter dem letzten Planschbecken-Video auch einige gefragt, was denn das für eine Puppe ist. Und zwar ist das eine Bluebees-Puppe. So sieht die aus. Eine Bluebees-Puppe, eine grüne Puppe, aber hier eine Schildchen nicht aufpackt. Und genau, die zeigen wir euch. Mit der die Luna gespielt hat, also dieses blonde, niedliche Girl, heißt auch Luna, finde ich voll cool. Es gibt aber auch noch andere Charaktere quasi, also so kommen die zu euch, so sehen die aus. Das ist zum Beispiel die Lovely und dann gibt es aber auch einen Jungen, der heißt Kobe und die sind so niedlich. Also es sind eben ja, Puppen, mit denen ihr quasi die Morgenroutine mit den Kids verschönern könnt, aber ihr könnt sie eben auch mit ins Freibad nehmen, auch absolut cool für die Urlaubszeit. Also wir werden sie auf jeden Fall auch mit nach Kroatien nehmen und das Tolle an den Puppen ist einfach, ja, es ist halt wie so ein Wasserspielzeug. Die Puppen können aus ihrem Schnorchel raus Wasser spritzen, was echt lustig ist. Also habt ihr ja gerade gesehen, als Luna damit im Waschbecken gespielt hat. Und können aber auch aus ihrem Mund dann Wasser spritzen. Und es kommen auch so kleine Seifenblasen aus deren Münder. Also wirklich total goldig gemacht. Haben halt auch einen Badeanzug an und Flossen. Ist ein richtig, richtig niedliches Spielzeug für Kinder. Das Lustige ist auch, wenn der Badeanzug der Puppe nass wird, verändert sich hier das Muster drauf, wie von Geisterhand. Also ist auch wirklich cool. Es gibt, wie gesagt, 6 verschiedene Charaktere. Wir haben jetzt 3 davon. Ist auch irgendwie ein kleiner Sammelspaß und eben absolut geeignet für die kleinen Kiddies. Also es sind auch keine verschluckbaren Kleinteile dabei. Das finde ich echt cool. Einfach jetzt halt auch schön für den Sommer, dass sie da im Planschbecken oder im Freibad oder am Badesee was Lustiges zu spielen haben. Also wir haben uns echt schon kaputt gelacht mit dieser Spritzerei und auch diesen Seifenblasen. Ist wirklich ein ganz, ganz tolles Püppchen.
Ich verlinke euch die Seite mal unten in der Infobox. Vielleicht findet ihr die Püppchen für eure kleinen Schnuffis für den Sommer ja auch toll. Wir finden sie auf jeden Fall mega lustig und nehmen sie, wie gesagt, auch mit nach Kroatien mit, dass Luna da was zum Spielen hat. Vor lauter Vorfreude kann es jetzt Luna natürlich auch nicht erwarten, die anderen restlichen Püppchen noch auszupacken. Luna spielt total gerne damit, ist eben auch eine Abwechslung früh am Waschbecken zur Morgenroutine. Aber halt wie gesagt auch ein cooler Spaß fürs Freibad, für den Badesee, für den Sommer. Also können wir wirklich nur empfehlen, ist eine ganz lustige Sache mit den Bloopies-Puppen. Guten Morgen meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von uns. Wir haben heute Montag und es ist schon 10.30 Uhr, glaube ich. Ich sag's euch, wir hatten heute schon wieder irgendwie, naja, nicht Stress, aber halt, wir haben relativ lange geschlafen, fast ein bisschen zu lange, Luna und ich. Wir sind irgendwie nicht aus dem Bett gekommen. Wahrscheinlich steckt uns noch der fehlende Schlaf durch unsere Saarländer in den Knochen. Und hatten aber, ja, im Badezimmer heute früh, habt ihr ja gerade gesehen, schon total viel Spaß. Die sind echt cool, diese Bloopies-Puppen. Dann mussten wir aber flugsi zum Kinderarzt, denn Luna hat heute eine Impfung bekommen. Hat sie total gut weggesteckt, also die hat gar nicht geweint und hat dann auch ihrem Kinderarzt gesagt, wo er das Pflaster hinkleben soll und war ganz cool, war ganz gut drauf und total mutig. Ich bin immer wieder überrascht über diesen Mockengocken. Und momentan ist sie gar nicht bei mir, die ist in der Krippe, denn heute werden Bilder gemacht. Also heute ist eine Fotografin in der Krippe und macht Bilder. Und eigentlich ist Luna ja montags nicht in der Krippe, aber die Erzieherinnen haben eben gesagt, ich soll sie trotzdem bringen, weil es natürlich blöd wäre, wenn ich dann keine Bilder von Luna habe, nur weil sie montags nicht angemeldet ist. Und es wird auch ein Gruppenbild gemacht, da wollen sie natürlich auch, dass Luna mit drauf ist, denn, ja, so blöd wie es klingt, es ist ja jetzt ihr letztes Krippenjahr. Nach den Sommerferien ist Luna ja dann schon ein Kindergartenkind. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, auch für unsere Erinnerungen, dass sie da mit auf dem Gruppenbild mit drauf ist und dass wir eben ihre letzten Krippenbilder machen. Genau, und das war heute früh schon unser Programm. Also wir sind dann ganz schnell aufgestanden und Luna hat dann wirklich im Bad auch total super mitgemacht. Und dann sind wir eben zum Kinderarzt und anschließend in die Krippe. Und jetzt kommt in einer Stunde schon wieder mein Schlacki. Heute ist ja wieder eine normale Woche. Die Ferien hier in Bayern sind rum. Und er hat heute um 11.15 Uhr Schule aus. Bis der dann, ja, hier ist es 11.30 Uhr, denke ich mal. Und ich müsste jetzt irgendwann jeden Moment einen Anruf aus der Krippe bekommen, dass Luna fertig geshootet ist. Ich hoffe, sie hatte Bock, dass natürlich ein paar schöne Bilder rausgekommen sind. Ja, und was gibt's noch zu erzählen? Meine Waschmaschine rappelt schon. Da habe ich gestern schon angefangen, wieder den Wäscheberg zu erledigen, der sich angehäuft hat. Der Trockner rappelt schon. Und ansonsten muss ich heute ein bisschen das Haus wieder flott kriegen. Ich will unbedingt rausdampfen. Ich habe schon lange nicht mehr rausgedampft. Und ihr wisst ja, durch diesen Schotterbatsch da draußen habe ich immer so blöde Staubflecken auf meinen Fliesen. Die Saarländer sind weg. Wir hatten ein paar wunderschöne Tage mit Flo's Eltern. Ich war gestern ganz traurig, als sie gefahren sind. Genau, wir waren gestern noch lecker griechisch essen zusammen. Und dann sind sie anschließend ins Saarland gefahren und sind auch wieder gut angekommen, Gott sei Dank. Ja, und jetzt startet wieder die Normalität. Die kurze Arbeitswoche ist vorbei. Es stehen wieder lange Arbeitswochen für mich auf dem Plan. Und nebenher eben mein Haus hüten und Luna bespaßen, erziehen. Heute kommt irgendwie wieder Schotter. Der Flo hat schon wieder Schotter bestellt für unsere Terrasse. Da fehlt wohl noch ein bisschen was zum Ausgleichen der Höhe. Und das will er heute verbauen. Ich habe heute um 16 Uhr noch einen Wimperntermin und da wird es auch wirklich Zeit. Da freue ich mich schon total drauf, dass sie wieder flott gemacht werden. Nageltermin ist auch ultra, 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 ultra angesagt. Den habe ich aber erst am Freitagmorgen. Da wird es aber auch Zeit. Ja, genau. Ich würde sagen, wir starten einfach mal in den Tag und gucken, was passiert. Und ich wünsche euch natürlich wie immer ganz viel Spaß bei unserem heutigen Video. Ja, der Fabi ist stärker wie du. Meine Rasselbande ist komplett mit Abholen von Luna. Und dann waren wir noch schnell beim Bäcker, war es dann eh schon 11.07 Uhr. Und ich habe Fabi von der Schule abgeholt. Da musste er in der Hitze nicht heimlaufen. Ja, schau mal, wie dreckig es bei uns ist. Müssen wir jetzt alles noch sauber machen. Willst du jetzt gleich was essen? Nein, noch nicht. Noch nicht? Okay. Was wollt ihr? Wollt ihr erst ein bisschen chillen oder was? Ja. Wollen wir Kleinigkeit am Fernsehen anschauen? Ja, Fabi auch gern. Sherlock Jack? Ja, Fabi auch gern. Das hat der Fabi auch gern. Wollen wir Sherlock Jack anmachen? Ja.
Aber nur kurz, ne? Und dann isst der Fabi mal was. Und ich habe dir noch ein Küchle mitgenommen. Ich wusste nicht, ob du sowas magst. Was? So ein Küchle vom Bäcker. Zeig mal, der Pflaster vom Impfen. Ja. Und, hat's weh getan? Nein, weil du bist ein tapferes Schneiderlein, stimmt's? Was machst denn du hier? Ich nur meinen Zacken anziehe. So, wir haben jetzt schon 10 vor 2 und der Schlagi fängt jetzt mit seiner Hausi an. Vorher haben wir ein bisschen gechillt und habt ihr gesehen, ich habe rausgedampft, rausgesaugt vorher. Jetzt habe ich noch schnell, oder Fabi hat jetzt noch schnell sein Mittagessen gegessen, dass sein Papa ihn mitgeschickt hat. Da muss ich gleich deinen Papa wieder verarschen, weil es haben sie, glaube ich, vergessen zu würzen. So, und jetzt müssen wir Mathehausi machen. Und stellt euch mal bitte vor, erster Schultag nach den Ferien, nur Schlagi hat voll viel auf. Ist doch eine Frechheit, oder? Vorsicht, bitte, Vorsicht. Da fahr mal zusammen. Nein, nicht zum Fabi-Baby, sondern zu deinem richtigen Baby. Der Fabi soll Hausi machen. Und? Meins? Ich soll's trösten. Nicht weinen, du Baby, mein kleiner Wurzendutzi. So, jetzt weinst nicht mehr. Tschüss. Bis später. Der Fabi, der sich in Köln hat, der immer den seine Ziele sind ganz dünn da unten. Also, wenn meine der Esel sind ganz dünn, ein Hut und ein Pulli und ein Schuh, eine ist ganz dünn da unten, ist das. Hier ein bisschen weiter. Da ein bisschen da und das hier das ganz klein war, das ist ganz dünn, das ist so viel. Klein. So. Du hast gesagt, du brauchst es selber. Nee, da haben wir so eine ganze Kiste und da habe ich halt einfach 5 Stück raus. So, ich fahre mit meiner Rasselbande zum Aldi einkaufen, unseren Kühlschrank wieder auffüllen. Saarländer haben uns ja doch ein wenig leer gefuttert. Ach, genau, der Schlagi ist endlich mit Hausi fertig und es war auch noch Mathe-Hausi und ich hasse ja Mathe. Aber der Schlagi ist gut in Mathe, deswegen klappt das immer ganz gut mit uns beiden und Mathe-Hausi. Und Deutsch, was ich immer total gerne mache, hat er heute gar nicht aufgehabt. Naja. So, wie gesagt, jetzt fahren wir zum Aldi. Wir brauchen ultra viel. Schauen wir mal, was wir alles mitnehmen. Genau. Und dann melden wir uns einfach wieder, wenn wir wieder vom Aldi zu Hause sind. Stimmt's?
Leute, kurz vor 16 Uhr und ich bin schon ein bisschen spät dran für meinen Wimperntermin. Irgendwie ist das heute wieder alles so chaotisch. Ich bin heute irgendwie nur unterwegs. Naja, jetzt fahre ich mal zum Nageltermin, sage ich schon. Zum Wimperntermin. Lass mich da ein bisschen verwöhnen und spanne ein wenig aus. Mein Papa ist jetzt gekommen, weil der den Flo beim Schotterschippen helfen will. Es ist 29 Grad um 16 Uhr. Abartig. Ja, ich hoffe, die kriegen keinen Hitzschlag. Die müssen jetzt auch irgendwie noch nebenher auf die Luna schauen, weil mein Bruder nämlich nicht auf die Luna aufpassen konnte, weil der jetzt um 16 Uhr mit dem Fabi zum Zahnarzt musste. Zur Kontrolle quasi. Aber ich denke, die werden da nicht lange brauchen und vielleicht sagt dann mein Bruder, er nimmt schnell die Lu. Die darf jetzt ein bisschen Pepper Woods schauen, dass die Männer halt ein bisschen was gearbeitet bekommen. Ja, ist mir jetzt gar nicht so recht, dass die in der Hitze arbeiten. Ich habe da irgendwie immer jetzt auch nicht so ein schlechtes Gewissen. Vor allem mein Papa ist ja auch schon Ü60. Wenn der da jetzt, also es knallt gerade richtig, richtig dahin, wo mal unsere Terrasse sein soll. Und dadurch, dass es ja auch so ein Eck ist, weil da dieser Cube ja von meiner Küche kommt, staut sich da, finde ich, immer ein bisschen die Hitze. Und ja, hoffen wir mal, dass die umfallen, die zwei. Und dass die mir auf die Luna aufpassen. Ich habe schon zum Flo jetzt gerade gesagt, bitte schaut, dass ihr euch nicht abhaut. Weil die Luna nutzt ja fast jede Gelegenheit, um stiften zu gehen. Also die müssen wir schon, wenn wir nicht, also was heißt, wenn wir nicht aufpassen, aber die ist halt schon so, ja, und dann läuft sie mal ums Haus rum und dann sieht sie, keine Ahnung, den Julian drüben im Garten und die Katrin, dann schaut sie einfach zu denen rüber, wenn man nicht aufpasst. Also da muss man echt immer gucken, dass man die Kleine irgendwie noch im Auge behält. Schnell rausmogeln. Ja, wie gesagt, jetzt lasse ich mich von meiner lieben Theresa erstmal wieder schön verwöhnen und meine Wimpern neu machen. Wir haben schon kurz vor 5:30 und ich fahre wieder weg. Ist immer noch sehr heiß. Und fahre jetzt wieder zu meinen Lieben, zu meiner Luna und werde dann schon mal ein bisschen unser Abendessen basteln. Heute gibt es dann Wurstsalat. Genau. Meine Wimpern sind wieder aufgefüllt. Allerdings habe ich für nächste Woche nochmal einen Termin ausgemacht. Um es nochmal nachzufüllen, es tat jetzt meiner Theresa total leid, weil heute die Hölle los war, was mich natürlich ultra freut für ihr Geschäft. Aber die musste ständig halt raus und Kunden bedienen, Kunden betreuen und so. Und deswegen habe ich halt auch gesagt, ah, ich bin heute ein bisschen unter Zeitdruck, weil der Flo arbeiten will und so. Deswegen komme ich einfach jetzt nächste Woche nochmal vorbeigeflitzt und sie schaut dann nochmal, ob alles in Ordnung ist oder ob sie dann nochmal irgendwas ausbessern muss oder. Ja genau, und jetzt fahre ich aber ganz schnell nach Hause, dass der Flo und mein Papa und ich glaube auch mein Bruder dann in Ruhe werkeln können, ohne dass sie irgendwie die Luna beaufsichtigen müssen. Deswegen muss ich jetzt flugsti heim. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und werkle hier schon wieder fleißig rum. Die Kids haben jetzt alle drei außen geholfen, Fabi, Sophia und Luna, beim Schotterschippen. Und jetzt habe ich die aber mit reingeholt, weil es echt immer noch total heiß draußen ist. Die haben jetzt von mir ein Eis gekriegt, die machen jetzt eine Eispause. Und ja, jetzt mache ich mal schnell den Wurstsalat, Heiderzacken, dass der noch ein bisschen durchziehen kann. Meine Wäsche im Trockner ist auch fertig, habe ich gesehen. Ich sag's euch, heute ist ein Tag nur am Rumwerkeln. Und irgendwie, keine Ahnung, ist der Tag jetzt schon wieder fast vorbei. Ah, so. Muss ich dann noch später zusammenlegen. Genau, und jetzt schnibbel ich mal die Wurst und die Sachen, die in unseren Wurstsalat kommen. Alles okay bei euch, Kids? Ja? Was ist denn da am Boden? Da an der Kette. Wir haben da mit Eis gekleckert. Ich nicht. Hallo, Madame Gazelle. Wir bringen da Lizette. Also erstmal Eis wegputzen, dann geht's weiter.
von meinem Bruder sind wieder weg. Mein Wurstsalat ist gemacht. Das ist jetzt noch im Kühlschrank, dass der dann schön kalt ist und noch ein bisschen durchzieht. Und das schmeckt der Leona sowieso nicht. Deswegen habe ich ein bisschen was von der Leona weg. Das kann sie jetzt so schnabulieren. Und sie wollte jetzt ein Salamibrot. Sie hat mir versprochen, sie isst das Brot auch. Heute bleibt bei uns eben die Küche kalt aufgrund von den Temperaturen, die außen herrschen. Bei sowas, da koche ich einfach nichts. Da läuft einem ja die Brühe runter. Sind echt cool geworden, meine Wimpern, ne? Und ja, die Jungs haben jetzt den Schotter verbaut. Ich bin jetzt überrascht, dass es doch irgendwie so schnell ging. Flo hat aber anscheinend, also hat jetzt gerade schon zu mir gesagt, ah, es war wieder zu wenig Schotter, er braucht noch Schotter. Und das Geile ist ja, ich kann diesen Schotter ja überhaupt nicht mehr sehen. Ich hasse diesen Schotter mittlerweile, weil man kann nicht gescheit laufen, man hat den Batsch hier drinnen. Wenn die Kids mal hinfallen, schlagen sie sich immer gleich die Knie auf. Und was mich natürlich am meisten nervt, ist halt einfach, dass wir momentan noch keine Terrasse bei den Temperaturen haben. Dass ich immer irgendwo in der Nachbarschaft abgammeln und mich reinzecken muss. Meine Nachbarn sind natürlich total süß und lassen mich auch immer rein. Und ich darf da mal ein bisschen mit Luna im Garten bleiben. Aber ich freue mich jetzt echt ultra auf die Terrasse. Und ja, ich kann den Schotter nicht mehr sehen. Und es wird irgendwie immer mehr Schotter gekauft und verbaut. Aber ich denke, es hat auf jeden Fall bald ein Ende und ich habe endlich meine Terrasse und dann kaufe ich mir jetzt fürs erste Jahr noch einen anständigen Schirm, bevor dann wieder ein paar Eurisen aufs Konto geflattert sind und ich mir eine Markise kaufen kann, weil ich eine Markise halt haben möchte, dann eine anthrazitfarbene, als Schattenspender quasi. Genau. Jetzt wartet noch ein Berg Wäsche auf mich, der aus dem Trockner kam zum Zusammenlegen. Meine Spülmaschine rappelt, ich muss dann später noch was am Computer machen. Ein kleines Video schneiden. Das muss heute noch fertig werden. Tja, wie ihr seht, ich leite ein erfolgreiches kleines Familienunternehmen. Jetzt mal YouTube ausgeklammert. Also jede Mutti weiß, glaube ich, abends, wenn sie auf dem Sofa sitzt, was sie den tagsüber so gemacht hat. Ich bin hier am Kinder aufpassen, dann noch die Bauarbeiter außen versorgen. Wollt ihr was trinken? Dann noch ein Bier raus und ja, und hier noch ein Wasser. Ach, und nebenher sorge ich für Ordnung, aber meine Küche ist einigermaßen aufgeräumt. Also hier natürlich immer, aber da vorne sammelt sich halt immer irgendwie allerhand so an, was wir halt einfach da so hinlegen. Genau. Jetzt mache ich Luna mal ein Salamibrot und sie bekommt eben diese Leona-Stücke noch zu naschen. Ich hoffe, sie isst es. Vielleicht muss ich sie dazu überreden, das Brot zu essen. Schon nach 19 Uhr. Luna hat ihr Brot fast gefuttert. Beim Rest helfe ich ihr jetzt quasi noch. Und dann geht sie heute ein bisschen eher ins Bett. Stimmt's? Doch. Sophia ist auch schon im Bett. Na? Und deswegen endet dieses Video hier für euch heute. Es war heute ein bisschen chaotisch und ich hoffe, ich konnte was Anständiges zusammenbasteln oder kann dann anschließend was Anständiges zusammenbasteln, dass ihr was Abwechslungsreiches ja, zu gucken habt. Und genau, dann sagen wir an dieser Stelle Tschüss und wir würden uns natürlich über einen Daumen nach oben freuen oder über einen lieben Kommentar. Und deswegen sagen Luna und ich heute wie immer Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Du willst gar nichts sagen, okay.